Willkommen zu einer weiteren Verbrauchsfahrt. Heute mit dem Kia e-Niro. Einem, wie ich finde, absolut alltagstauglichen E-Fahrzeug für bis zu 5 Personen. Wir fahren die große Variante, das heißt, wir haben eine 64 Kilowattstunden Batterie an Bord. Und jetzt will ich mal wissen, was braucht der hier eigentlich während unserer Testfahrt 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. So, jetzt geht's los. Wir fahren mit unserem Kia e-Niro auf unserer 100 Kilometer lange Teststrecke. Und es geht wie immer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. Und diesmal fahren wir natürlich nicht an der Tankstelle los, weil da wird nicht nachgeladen. Wir sind jetzt bei mir zu Hause losgefahren. Da habe ich das Auto in der Ladestation gehabt. Der Akku ist voll. Und jetzt geht's für uns los. Der Kia e-Niro, den wir fahren, das ist der größere von den beiden angegebenen Motoren. Das heißt, wir haben hier 150 kW an Bord, also 204 PS. 395 Newtonmeter Drehmoment, übrigens bei dem kleinen die gleiche Menge an Drehmoment. Und haben wir auch die größte Batterie. Das heißt, wir haben hier eine Batterie mit 64 Kilowattstunden Kapazität an Bord. Und jetzt schauen wir doch mal, wie sich der Verbrauch unseres e-Niro während unserer Fahrt entwickelt. Aktuell über Land, ganz gemütlich. Wie immer haben wir hier an Bord die Klimaanlage eingeschaltet auf 22 Grad. Ich habe das Auto allerdings vortemperiert, damit er nicht jetzt den Wagen hier heizen muss und dabei wahnsinnig viel Energie verbraucht. Und wie immer fahren wir nach Vorschrift, das heißt, es wird nicht zu schnell gefahren, das Auto wird nicht getreten, wir fahren ganz normal. Wir fahren halt so, wie man oder wie ich dieses Auto fahren würde, wenn es meins wäre. Ich bin den e-Niro schon mal gefahren während der Fahrveranstaltung, fand das Auto damals relativ gut. Das heißt, eigentlich nicht nur relativ, sondern wirklich sehr gut. Jetzt schauen wir noch mal, wie er sich hier quasi im Alltag macht, vor allen Dingen bezogen auf den Verbrauch. Mit dem 64 Kilowattstunden Akku an Bord soll der Kia Niro 455 Kilometer maximal fahren. Anzeigen tut er jedoch kurz nach dem Start nur knapp über 330. Wenn wir uns die Front von unserem e-Niro anschauen, dann wird sofort klar, dass es sich hier um einen Stromer handelt. Denn wir haben hier den komplett geschlossenen Kühlergrill im Fahrzeug und wir haben hier vorne auch die recht große und deutlich zu erkennende Ladeklappe. Zum Thema Ladesysteme später noch mal mehr. Ansonsten haben wir hier vorne diese grünlichen Einleger, sowohl hier unten als auch hier an den Seiten, die ganz klar sagen, hier kommt der Niro als Elektrofahrzeug. Und wichtig beim e-Niro ist zu wissen, der Wagen hat serienmäßig in der Basisausstattung Halogenscheinwerfer, zumindest fürs Ablendlicht und Fernlicht mit an Bord. Ab der nächsthöheren Ausstattungslinie kann ich LED-Scheinwerfer bestellen, kostet dann aber mit dem sogenannten LED-Paket 990 Euro. Und in der höchsten Ausstattungslinie, das ist die, die wir hier fahren, hat er serienmäßig auch die Frontscheinwerfer in LED-Ausführung. Und wenn wir uns den Wagen insgesamt anschauen, finde ich, dass er ein recht gefälliges Design hat. Man erkennt ihn zwar als Stromer, aber ich finde nicht, dass er unangenehm auffällt. Der e-Niro soll im Durchschnitt 15,9 Kilowattstunden auf 100 gefahrene Kilometer verbrauchen. Und damit hätten wir dann eben auch die Reichweite rund, die eben die Batterie verspricht. Wir schauen uns mal kurz, was wir bisher haben. Wir haben jetzt, wenn ich das nicht falsch sehe, 18,9. Sind also mal eben 3 Kilowattstunden über dem angegebenen Wert. Also doch einen sehr deutlich höheren Wert. Aber wir schauen mal, wo der hingeht, denn aktuell sinkt er schon wieder ein bisschen. Wir warten mal ab und schauen uns das immer mal wieder an, damit wir einfach mal so einen Richtwert haben oder mal so eine Tendenz sehen, wohin entwickelt sich das Ganze eigentlich. So, jetzt sind wir mal ein bisschen hier durch den Ort durchgefahren und schon ist unser Verbrauch anders. Jetzt nur noch 15,5 im Durchschnitt. 15,9 wäre der Richtwert. Jetzt fahren wir aus dem Ort raus, dürfen jetzt wieder 100 fahren. Und wie wir sehen, hat sich der Verbrauch schon wieder bei 16,3 eingependelt. Und ich schätze mal, er steigt gleich. Ja, aktuell ist er noch gut. Ja, 17,0. Also über Land mit und etwas um die 100 Kilometer pro Stunde, da ist er dann doch nicht mehr ganz so brav. Das ist das Interessante bei so einem Elektrofahrzeug. Man merkt am Anfang der Fahrt sehr schnell auch die Veränderung in dem Durchschnitt. Weil eben die Wirkung natürlich eine ganz andere ist, als wenn wir am Ende unserer 100 Kilometer unterwegs sind. Aber wir haben jetzt gleich die 10 Kilometer rum und aktuell 16,2, also jetzt kein Grund zu schimpfen. Das Fahrzeug, das ich gerade fahre, das ist noch aus dem Modelljahr 2019. Beim Modell 2020 ändert sich das Interieur. Der Antrieb bleibt im Grunde genommen gleich, aber dann gibt es nicht wie bei mir hier das kleine Touchscreen zum Infotainment, sondern da gibt es dann bereits ab der Basis ein 8 Zoll Touchscreen. Ab der zweithöchsten Ausstattungslinie gibt es dann schon ein 10,25 Zoll Touchscreen und dort gibt es auch Live-Daten. Die gibt es hier im Auto leider noch nicht.
Damit ihr euch vorstellen könnt, wie das Infotainment aussieht im neuen e-Niro, hier mal ein kurzes Bild aus dem Kia e-Soul aus dem neuen, denn den habe ich gerade aktuell als Testwagen ebenfalls da. Deswegen kann ich euch ein passendes Bild zeigen. Im Innenraum von unserem e-Niro finde ich im oberen Bereich viel Soft-Touch, aber bereits hier ab der, sagen wir, unteren Kante des Armaturenbretts eher Hartplastik. Das ist eine Sache, die mich im Auto eigentlich gar nicht wirklich stört, weil es alles sehr ordentlich aussieht. Darüber hinaus finde ich zum Beispiel hier in der Tür oder auch hier in der Mittelkonsole Hochglanz schwarze Bereiche. Sieht alles sehr ordentlich aus, ist, wie wir das von Hochglanz schwarz kennen, natürlich pflegeintensiv, das heißt, wir haben viel Staub drauf. Ansonsten habe ich hier im Auto sehr viel so Ton in Ton, sehr viel schwarz. Stört mich persönlich aber gar nicht. Ich finde hier den Mittelbereich auch mit dem älteren Display jetzt noch aufgeräumt, ordentlich, sofort intuitiv bedienbar. Ich habe oben das Infotainment, darunter habe ich die Direktwahltasten fürs Infotainment und darunter habe ich die Klimaanlage. Passt für mich alles gut zusammen. Das Ganze wird ein bisschen aufgewertet hier durch diese mattgrauen Einleger, die wir hier oberhalb des Handschuhfachs finden. Gibt dem Auto so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Wertigkeit. Das Gleiche ist auch hier um das Thema Schaltkulisse herum. Wir haben da einen metallisch wirkenden Rahmen in der Mitte, die Schaltkulisse. Das gibt dem Auto so ein bisschen mehr, ja, einfach Wertigkeit, ein bisschen einen höheren Anspruch. Wenn ich mir den Rest anschaue, wirkt das alles sehr ordentlich auf mich. Und ganz wichtig, wie gesagt, ich habe hier im Auto keinerlei Nebengeräusche, kein Knarzen, kein Knirschen, nichts, was auf Plastik hindeutet. Und daher finde ich, sieht alles vernünftig aus, fasst sich im Grunde genommen alles gut an, gibt es keinen großen Minuspunkt von meiner Seite. Wenn wir über das Thema Lenkrad sprechen, das liegt nicht nur gut in der Hand, sondern das wirkt auch auf mich sehr aufgeräumt. Wir haben auf der linken Seite die Bedienung des Infotainments, wir haben auf der rechten Seite neben der Bedienung des Tempomaten die Möglichkeit, das mittlere Display hier vorne im Cockpit einzustellen und die Informationen dort abzurufen. Funktioniert für mich alles sehr gut, sieht ordentlich aus und ist vor allen Dingen intuitiv bedienbar. Wenn wir uns das Cockpit anschauen, das ist ein bisschen dreigeteilt. Wir haben mehrere kleine Monitore, das heißt, wir haben auf der linken Seite eine Anzeige, die uns zum einen Informationen darüber gibt, ob gerade geladen wird oder Energie abgenommen wird, und es zeigt uns auch die maximale Reichweite an und darüber hinaus noch den Ladestand der Batterie. In der Mitte haben wir so ein Multifunktionsdisplay, wo wir über das Lenkrad unterschiedliche Ansichten durchschalten können, um einfach Informationen über das Auto zu bekommen. Und auf der rechten Seite haben wir ein großes, gut ablesbares Tacho. Das heißt, ich habe hier im Auto eigentlich alles, was ich so an Informationen brauche, in vernünftiger Art dargestellt, modern genug, ohne verspielt zu wirken. Der Innenraum meines Testwagens, der wird nochmal aufgewertet durch die Lederausstattung, die hier im Auto ist. Und die kostet knapp 1500 Euro extra. Dann habt ihr aber nicht nur Leder mit an Bord, sondern ihr habt auch diese weißen Ziernähte hier im Fahrzeug. Und zusätzlich gibt es hier so weiße, ja, weiß abgesetzte Bereiche in den Seitenwangen der Sitze und die geben dem ganzen Interieur noch mal so ein bisschen sportlichen Touch. Finde ich persönlich sehr schick, kostet aber wie gesagt knapp 1500 Euro extra. Unser e-Niro hier, das ist ein 2019er Modelljahr. Nur, dass ihr euch nicht wundert, ich nehme natürlich die Preise des Autos, das ihr jetzt bestellen könnt, das 2020er Modelljahr. Leicht zu erkennen ist das hier im Auto, unter anderem durch das Interieur, denn wir haben hier das kleinere, ältere Infotainment verbaut. Aktuell bei dieser Ausstellungslinie müssten wir eigentlich das neue 10,25 Zoll Touchscreen hier im Auto haben, ist aber leider nicht mit an Bord. Wichtig ist aber, der Antriebsstrang hat sich nicht geändert, deswegen denke ich, macht es eigentlich für die Kaufentscheidung nachher keinen großen Unterschied. Wer sich für die Farbe von unserem Testwagen interessiert, die nennt sich Graphit Metallic, kostet 590 Euro Aufpreis. Was nicht aufpreispflichtig ist, das sind die 17 Zoll Aluräder. Die sind beim e-Niro immer mit an Bord, bereits in der Basis. Ich glaube, größere kann man gar nicht bestellen. Aber ich denke, die reichen für den Look des Fahrzeugs völlig aus. Der e-Niro soll ein SUV sein und deswegen finden wir hier auch am Rathaus und an den seitlichen Trailern diese typischen Beplankungen. Ich finde aber, dass der mit dem SUV nicht wirklich viel zu tun hat. Der Wagen hat nur rund 15 cm Bodenfreiheit, ist frontgetrieben, also so richtig SUV-Feeling kommt bei mir da nicht auf. Da wir die höchste Ausstandslinie fahren, haben wir zum Beispiel hier die Türgriffe in Chrom und auch die Dachreling mit an Bord. Die gibt es nämlich bereits ab der zweiten Ausstandslinie serienmäßig mit dazu. Und wir haben ebenfalls deswegen auch hier die abgedunkelten Scheiben ab der B-Säule. Den Kia e-Niro, den gibt es in drei Ausstattungsvarianten, nämlich Edition 7, Vision und Spirit. Und die haben natürlich unterschiedliche, sag mal, Grundausstattung mit an Bord, aber bereits in der Basisausstattung ist der Wagen wirklich vernünftig ausgestattet. Da gibt es zum Beispiel direkt in der Basis schon eine Klimaanlage, da gibt es einen Tempomaten, da gibt es eine Rückfahrkamera,
Da gibt es ein Navigationssystem mit einem 8 Zoll Touchscreen, digitales Autoradio und vieles mehr. Und was vieles mehr bedeutet, das blende ich euch jetzt mal kurz hier ein. Hier also jetzt mal die Edition 7 mit den Ausstattungsmerkmalen, die in der Basis drin sind. Und das ist schon einiges. Dann jetzt mal kurz die nächsthöhere Ausstattungslinie, damit ihr mal kurz sehen könnt, was da dazu kommt. Und jetzt hier nochmal die Top-Ausstattung, die wir gerade fahren, damit ihr auch da seht, was gibt's da noch oben drauf. Ab der Ausstattungslinie Spirit gibt es übrigens das größere Infotainment-System. Das hat dann 10,25 Zoll Touchscreen und hat unter anderem auch Live-Daten mit an Bord. Und das heißt, ich kann nicht nur aktuelle Informationen wie über den Verkehr oder das Wetter abrufen, sondern ich kann natürlich dort auch Informationen bekommen, zum Beispiel über die nächstgelegenen Ladepunkte. Und das vereinfacht das Leben mit einem Elektroauto deutlich. Ein kurzes Wort noch hier zur Mittelkonsole. Wir haben hier ein Shift-by-Wire-System, das heißt keinen klassischen Gangwahlhebel mehr, sondern einen Drehregler, wo ich von normal auf rückwärts oder auf D, also auf Fahren, stellen kann. Wenn ich in der Mitte auf den Knopf drücke, dann heißt es für mich P wie Parken. Links und rechts davon habe ich noch die Bedienung von den klimatisierten Sitzen, denn hier habe ich nicht nur eine Sitzheizung an Bord, sondern auch eine Sitzbelüftung. Und übrigens kann ich selbst das Lenkrad in diesem Fahrzeug ebenfalls beheizen, wenn es dann mal richtig kalt wird. Mal kurz ein paar Worte zum Thema Lenkung und Fahrwerk. Der e-Niro ist relativ straff abgestimmt. Das hat den großen Vorteil, dass er sich recht sportlich anfühlt, auch wenn man so ein bisschen schneller eine Kurve fährt. Auch wenn er gar nicht so sportlich ist, das kann er mit seinem Gewicht mit 1,8 Tonnen überhaupt nicht sein. Dennoch ist es so, dass dieses Fahrwerk eben, dadurch, dass es so straff ist, leider, wenn man unebene Straßen hat, recht deutlich die Information von der Oberfläche weitergibt. Und das ist natürlich klar ein Komfort-Minus. Ich sag mal so, wenn man vernünftige Oberflächen hat, so wie jetzt hier gerade, ist es wirklich in Ordnung. Man hat dieses straffe Fahrwerk, das beim Kurvenfahren Spaß macht und merkt dieses Minus beim Komfort nicht. Aber wenn man eben schlechtere Wege hat und das vielleicht jeden Tag, dann würde ich mir tatsächlich überlegen, ist das das Richtige für mich. Beim Thema Lenkung muss ich sagen, die ist schön direkt und vernünftig präzise. Sie hat aber den Nachteil, dass sie schon sehr direkt anspricht. Und da bin ich mir nicht so 100% sicher, ob das wirklich zu dieser Art Fahrzeug passt. Denn gerade wenn man so ein bisschen eine kurvige Strecke hat, habe ich immer das Gefühl, als müsste ich ein bisschen mehr arbeiten als mit so manch anderem Fahrzeug. Auch beim Thema Assistenz- und Sicherheitssysteme muss sich der e-Niro nicht verstecken. Hier gibt es bereits in der Basis schon einen Frontkollisionswarner, einen Tempomaten, es gibt Stauassistenten, es gibt eine Verkehrszeichenerkennung und vieles mehr. Und was das heißt, das seht ihr jetzt, das zeige ich euch hier. Und darüber hinaus kann man optional das Ganze noch erweitern durch einzelne Bausteine oder durch Pakete bzw. höhere Ausstattungsvarianten. Für mich gehört der e-Niro ja eher so zu diesen, würde man sagen, Alltags-E-Autos. Einfach ein sehr praktischer Wagen, der auch für Familien super geeignet ist. Und deswegen ist natürlich das Thema Ablagen nicht so ganz unwichtig. Wenn wir uns das anschauen, wir haben hier vorne in den Türen vernünftig große Ablagen, auch mit großen Flaschenhaltern vorne. Wir haben darüber hinaus hier einen geschlossenen Türgriff, wo man auch noch Kleinigkeiten reinlegen kann. Ich habe in der Mittelkonsole unterhalb der Klimaeinstellung ein Fach, da passt ein vernünftig, ja, normal dimensioniertes Mobiltelefon rein. Das ist übrigens auch der Bereich, wo die optionale Ladeschale, also das Wireless Charging, drin ist. Darunter habe ich nochmal vor dem Bereich des Wählhebels, sage ich mal, ein großes, sehr tiefes Fach offen, wo extrem viel Platz drin ist. Ich denke mal, da passt eine halbwegs normale Handtasche auch noch rein. Dann habe ich hier in der Mitte die Konsole mit dem Wählhebel und dahinter habe ich ein Fach, das mit einem Rollo geschlossen wird. Darunter finde ich zwei große Becherhalter, die ich aber auch zur Seite schieben kann. Und dann habe ich hier wirklich viel Platz. Also das ist schon recht ordentlich, was da reinpasst. Dann habe ich hier eine Mittelarmlehne, die ich leider nicht verstellen kann. Aber wenn ich die hochklappe, finde ich darunter nochmal ein vernünftiges Fach. Also Ablageflächen hat der hier auf jeden Fall genug. Und wenn das nicht reicht, hier oben kann ich im Zweifelsfall auch nochmal eine Sonnenbrille unterbringen. Und wenn ich meine Mobilgeräte laden möchte, dann kann ich das hier vorne in der Mittelkonsole auch, denn unterhalb von dem Wireless-Charging-Fach, da finde ich in der Mitte einen USB-A-Anschluss, links daneben Anschluss für einen Zigarettenanzünder quasi und rechts daneben unter dem Fach auch nochmal einen USB-A-Anschluss. Also ich kann ein Telefon mit dem Auto verbinden und da dann zum Beispiel Apple CarPlay und Android Auto nutzen und beim anderen Anschluss kann ich das Telefon zumindest nochmal laden. Am Heck des e-Niro fallen mir drei Dinge sofort auf. Zum einen gibt es hier einen extrem großen Dachkantenspoiler, der sich sehr weit über die abgedunkelte Heckscheibe legt. Dann haben wir wieder diese Einsätze in der Farbe, wie wir sie an der Front schon gesehen haben. Und die Farbe matcht übrigens hier mit diesem
Eco-Electric-Schild. Dann eine Sache, die, wie ich finde, am auffälligsten ist beim Fahrzeug. Das sind ganz klar die Rückleuchten. Die sind sehr groß, sehr dominant, stehen wirklich aus dem Auto raus. Wichtig dabei ist, die sind in LED-Technik ausgeführt, bereits in der Basis. Aber wenn ich es richtig sehe, dann sind die Blinker noch mit normalen Glühbirnen versehen. Und wenn ich mir den e-Niro so insgesamt von hinten anschaue, finde ich, dass er schon einen sehr ordentlichen, kräftigen Auftritt hinlegt. So, wir haben jetzt die ersten 30 Kilometer hinter uns und sind aktuell bei einem Verbrauch von nur 14 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wie ich finde, ein sehr vernünftiger Wert. So, hier kann man jetzt schön sehen, was ich meinte, wenn ich sage, man merkt die Oberfläche sehr deutlich im Auto. Es wankt und bewegt sich hier schon, sodass man es spürt. Und der Grund dafür ist ganz klar, der Untergrund ist hier eben nicht so toll. Das kommt im Auto schon sehr direkt an. So, ich schalte jetzt mal kurz den Spurhalteassistenten aus, denn jetzt kommt hier eine etwas enger fahrbare Kurve. Und da schauen wir doch mal, wie gut das Fahrwerk denn dann wirklich ist, wenn wir es ein bisschen drauf anlegen. So, da ist nichts, ist frei, wir können etwas schneller fahren. Mal rein. Ja, wie ihr seht, er kippt kaum, liegt wirklich schön in der Kurve. Und obwohl wir die Räder schon hören, ist er einfach sehr neutral. Sehr gut einzuschätzen. Es gibt kein großes Unter- oder Übersteuern, der geht einfach schön durch die Kurve durch. Wobei ich davon ausgehe, wenn ich auf die Bremse gehe, dann wird er sicherlich über die Vorderräder schieben, denn das macht im Zweifelsfall allein das Gewicht schon. So, für uns geht es jetzt gleich auf die Autobahn und da wollen wir doch mal schauen, wie unser e-Niro sich da bewegt. Wir werden beim Drauffahren etwas flotter unterwegs sein. Ich schalte jetzt dafür mal kurz um auf Sport. So, erledigt. Und jetzt schauen wir doch mal, ob der uns zeigt, was er hier mit seinen 200 PS so zu leisten vermag. Bin mal sehr gespannt, was kommt, wenn wir gleich durchtreten. So, Elektromotor macht immer Spaß, wenn man durchtritt. Wir fahren jetzt 60 und jetzt Vollgas. Also man merkt sofort, dass er vorne an den Rädern zieht. Sind jetzt schon mal über 100. Geräuschniveau ist immer noch gut, auch bei 130. Geht sofort rauf, 160. 170, 180 und jetzt lässt er nach. Wie ich aber finde, sehr flott, sehr zügig und das Geräuschniveau im Auto bleibt ordentlich. Also er wird nicht extrem laut. Vom Motor habe ich eh nicht so viel erwartet, dass ich da was höre, aber auch von dem Rest des Fahrzeugs ist es immer noch relativ ruhig im Auto. Jetzt bei 100 ist es super leise, also für die Autobahn, wenn ihr so 100, 120 fahren wollt, sicherlich ein sehr, sehr schöner Platz. Einfach um diese Ruhe zu genießen. Schauen wir mal, wir schauen über 100 wieder durch. Geht echt gut, wir sind aber bei 140. Also Lautstärke kann man das nicht nennen, was wir hier gerade an Geräusch im Auto haben. Sehr, sehr schön ruhig bei 140. Mal kurz nach oben beschleunigen. Jetzt geht er auf 180. Ich glaube, da war Schluss. Mal schauen. Einen versuchen wir noch, dann haben wir auch. Ja, bei 180 ist Schluss. Also jetzt regelt er ab. Aber sehr schnell da, geht schön durch, ist dann auch, wie gesagt, nach wie vor immer noch ruhig im Auto. Jetzt gehen wir mal auf die 130, setzen mal den Tempomaten bei 130 und lassen ihn mal laufen. Einfach angenehm, ist auch hier wieder, ihr habt halt den Spurhalteassistenten an Bord, der jetzt nicht dafür da ist, das Auto auf der Mitte von alleine zu fahren. Aber der eben darauf achtet, so jetzt, das ist nicht schön. Habt ihr gesehen, ich bin rübergefahren, war schon fast auf der anderen Spur und hat trotzdem den LKW vor mir als Hindernis erkannt und da noch ein bisschen gebremst. Das ist nicht so toll, das kann man besser machen. Aber nichtsdestotrotz funktioniert. Ansonsten lassen wir jetzt mal gucken, ob er die Spur hält. Ich mache jetzt mal gar nichts. Im Moment fährt der Wagen hier schön geradeaus. Er lenkt im Moment selber. Lenkrad bewegt sich aber eigentlich permanent. Er drückt schon dagegen. Also er will anscheinend doch die Spur halten. So, jetzt pendelt er nach links. Guck mal, was er jetzt macht. Nach rechts. Nee, ich habe gelogen. Der hält die Mitte. Macht er gut. Also, das ist mal aktiver Spurhalteassistent. Guck mal, was er jetzt macht. Wer hier links? Ja. Fährt nicht rüber. Bleibt schön mittig auf der Spur. Also das könnt ihr als teilautonom annehmen.
gucken, wie lange er braucht, bis er mich hier anmeckert, dass ich endlich die Hände ans Lenkrad nehmen soll. Ah, da kommt die erste Warnung. Macht es aber immer noch. Was mich so ein bisschen stört, ist, das Lenkrad bewegt sich die ganze Zeit. Also wird er so immer mal noch suchen. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Ne, ist die ganze Zeit so ein leichtes Schwingen drin. Ne? Jetzt kommt die zweite Warnung. Okay, lass uns das einfach mal nicht ärgern. Aber gucken, wir fahren jetzt mal in der Kurve, machen jetzt mal das jetzt mal los. Gucken, was er jetzt macht. Aha, das mag er nicht. Okay. Ich halte den mal wieder an. Ob er jetzt besser reagiert. Er kommt jetzt von vorne der LKW, wir fahren rüber. Ja, jetzt geht's gut. Das ist jetzt der aktive Spurhalteassistent, der warnt, wenn ich hier an die Linie komme. Das gleiche wird jetzt passieren, hoffe ich mal. Ja, ich fahre über die Linie ohne zu blinken, das gleiche Spiel. Das lassen wir nochmal laufen. Ne, da gibt es nichts zu meckern, das ist völlig okay. Also es reicht für das, wofür es da ist, nämlich euch in der Spur halten. Dafür ist es da, das funktioniert super. Es soll aktuell eine Unterstützung sein. Der Wagen soll nicht autonom fahren. Er soll uns einfach dabei unterstützen, eben nicht von der Straße abzukommen. Gerade wenn wir vielleicht mal unaufmerksam sind oder so, macht er sehr ordentlich. Also der adaptive Tempomat funktioniert auch. Wobei ich mir es manchmal wünschen würde, dass er ein bisschen weicher ist, wenn es so um diese Hindernisse geht. Und vor allem auch, wenn er irgendwo drauf zufährt, dass er ihn früher erkennt, wir überholen. Aber sonst, ja, sehr, sehr ordentlich. Und übrigens, nach 44 Kilometern haben wir jetzt noch eine Rechtsreichweite von 296. Also sehr ordentlich. Und unser Verbrauch liegt jetzt bei 17,1. Den e-Niro, den kann ich zum Beispiel zu Hause an der ganz normalen Steckdose laden. Dafür gibt es das passende Kabel und natürlich auch den passenden Anschluss. Der Nachteil dabei ist, das dauert mit dem Fahrzeug mit 64 Kilowattstunden Batterieleistung rund 29 Stunden. Ich habe aber auch die Möglichkeit, eine Wallbox zu nutzen, zum Beispiel bei mir zu Hause. Und da dauert es dann mit dem Modelljahr 2019 leider immer noch rund 15 Stunden, denn der hat nur einen einphasigen Lader mit an Bord. Die große Änderung jetzt beim Modelljahr 2020, die nun kommt, die ist, dass ich für 500 Euro Aufpreis einen dreiphasigen Lader bekommen kann. Und das heißt, ich kann an dieser Wallbox problemlos innerhalb von 7 Stunden die Batterie komplett vollladen. Das heißt, über Nacht ist das Auto in jedem Fall voll. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, Schnelllader zu nutzen. Da reden wir über Gleichstrom. Und da sagt Kia, wenn ich einen 100 kW Lader nutze, dann ist das Auto von 0 bis 80% aufgeladen in 54 Minuten. Ich habe mich mit dem e-Niro selber an Schnelllader begeben, und zwar an einen mit 300 kW, damit eben nicht der Lader das Maß der Dinge ist. Und da haben wir Ladeströme erreicht so von über 40 kW. Das heißt, das Auto ist in 1,5 bis 2 Stunden komplett vollgetankt bzw. vollgeladen, denn ich muss bei dem Akku davon ausgehen, die letzten 10-20% brauchen einfach ein bisschen länger. Und ich würde mir aber keinen großen Kopf machen. Bei solchen Ladeströmen habe ich den Akku relativ schnell so weit aufgeladen, dass ich mein Ziel erreiche. Und die angegebenen 455 Kilometer Grundreichweite des Autos sind jetzt auch mehr als ordentlich. Den Kia e-Niro, den gibt es ab rund 35.000 Euro. Dann jedoch in der Basisausstattung und mit dem kleineren Motor und dem kleineren Akku. Das heißt, wir haben dann nur 100 kW Leistung an Bord. Und das halt in der Basisausstattung. Dann gibt es aber die Variante, die wir fahren, also den 204 PS starken Kia e-Niro mit der größeren Batterie mit 64 Kilowattstunden. Den gibt es ab rund 39.000 Euro in der Basis. Unser Fahrzeug in der Top-Ausstattung liegt dann jedoch eher so bei rund 45.000 Euro. Das Schöne ist aber, dass wenn man sich die höheren Ausstattungspakete bei dem Fahrzeug anschaut, man wirklich nicht mehr viel dazu konfigurieren muss. Also das heißt, der Basispreis ist dann fast schon der Fahrzeugpreis, denn bei uns zum Beispiel kommt dann nur noch die Lackierung dazu, die hier am Fahrzeug ist, und die Lederausstattung. Und damit ist das zwar sehr viel Geld, aber es ist relativ leicht zu kalkulieren. Ich denke, wenn man sich so ein bisschen dazwischen bewegt, dann hat man sehr schnell ein sehr schön ausgestattetes Auto und muss nicht 1000 Haken setzen, die einen dann am Schluss überraschen, wenn man den Gesamtpreis sieht. So, hier merkt man das wieder. Wir haben so ein paar Bodenunebenheiten. Das sind so die Schnitte hier auf der Straße und die merke ich hier im Auto doch relativ deutlich. Also auch diese Flicken, die gemacht wurden hier auf der Straße, das sind alles Dinge, die kommen hier relativ deutlich im Innenraum an. Das geht bei anderen Fahrzeugen zum Teil dann doch ein bisschen besser. So, die Geschwindigkeitsbeschränkung wird aufgehoben. Dann setzen wir mal den Tempomat auf 130. Das Thema mit dieser etwas nervösen Lenkung, das merke ich hier während meiner Autobahnfahrt überhaupt nicht. Der Wagen macht sich hier wirklich sehr gut. Ist ein recht komfortables Reisen. Wie gesagt, einziger kleiner Minuspunkt ist hier das Fahrwerk, zumindest wenn wir eine etwas unebenere Oberfläche haben.
So, meine Autobahnfahrt neigt sich dem Ende. Wir haben jetzt 60 Kilometer hinter uns und das Auto zeigt aktuell an 17,9 Kilowattstunden auf 100 gefahrene Kilometer und ist damit rund 2 Kilowattstunden durstiger, als es eigentlich im Durchschnitt sein sollte. Aber ich schätze mal, das wird sich ändern, sobald wir gleich durch die Stadt fahren, beziehungsweise wenn wir jetzt wieder über Land unterwegs sind. Der Kia e-Niro, der bietet ein Kofferraumvolumen von 451 Litern mit aufgestellter Rückbank. Klappe ich die um, wächst das Ganze an auf maximal 1405 Liter. Ich finde für die Kategorie Fahrzeug ein vernünftiger Wert. Außerdem ist es etwas weniger als bei der Hybridvariante, aber mehr als bei der Plug-in-Hybrid-Variante des Niro. Für alle, die einen Hänger ziehen wollen, ist der e-Niro leider das falsche Auto, denn es gibt hier keinerlei Angaben zum Thema maximale Anhängelast, denn eine Anhängerkupplung ist nicht vorgesehen. Beim Kia e-Niro kann ich die Stärke der Rekuperation einstellen über die Pedals hier am Lenkrad. Das kennen wir auch von anderen Fahrzeugen schon. Und das ist halt, wenn ich am linken Pedal ziehe, wird die Rekuperation stärker. Und das hier aktuell in mehreren Stufen, 1, 2, 3, kann man auch unten im Display schön sehen. Und bei der stärksten Stufe habe ich dann quasi den sogenannten One-Pedal-Drive. Das heißt, im Grunde genommen kann ich das Fahrzeug nur über den Gasfuß fahren. Denn sobald ich den Fuß vom Gas nehme, verzögert der Wagen extrem stark. Wenn man das nicht kennt, ist das sehr ungewohnt, muss man sich wirklich dran gewöhnen. Aber funktioniert, wenn man sich einmal darauf eingestellt hat, wirklich sehr ordentlich. Und was hier beim e-Niro ebenfalls noch dazu kommt, ist, wenn ich diesen linken Hebel hier, diese Wippe ziehe beim Fahren, das kann ich jetzt machen, weil hinter mir ist nichts, und die festhalte, dann bremst er ab bis auf Null, das heißt bis zum Stillstand. Das heißt, ich brauche hier das Bremspedal im Grunde genommen wirklich nur noch für Notsituationen. Nach so einer kurzen Strecke durch die Stadt sehen wir, dass der Niro jetzt schon wieder ein bisschen was gut gemacht hat, denn aktuell zeigt er mir an, Verbrauch 16,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. So, wir sind jetzt in der Stadt unterwegs, an einem meiner Lieblingsplätze. Wir fahren nämlich jetzt gleich in die Altstadt rein. Da könnt ihr die Kirche schon sehen. Mein Grund oder einer der Gründe, warum ich nach Landshut gezogen bin. Und wir haben jetzt 75 Kilometer rund hinter uns. Wir haben jetzt 16,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Durchschnittsverbrauch. Und wir fahren jetzt gerade auf den nächsten unangenehmen Untergrund, nämlich auf Kopfsteinpflaster. Und deswegen auch hier immer die Moderation. Jetzt wird es nochmal gröber. Was man hier merkt, unabhängig davon, dass man uns die Vorfahrt nimmt, ist, dass der Wagen ja die Information von der Straße sehr deutlich rübergibt. Nicht zu deutlich, nicht falsch verstehen, das Auto ist immer noch komfortabel genug. Aber was gut ist, ich habe hier drin kein Geklapper, kein Gerappel. Und das wiederum ist etwas, das mag ich, denn normalerweise bei so einem Untergrund tauchen genau die Schwächen auf, wenn was nicht vernünftig verarbeitet ist. Und hier im Auto höre ich jetzt aktuell nichts. Da ist alles schön leise. Das, was ich hier an Kleinigkeiten mitkriege, das sind Dinge von meinem Equipment. Aber ansonsten, ja, macht er auch hier, wie ich finde, einen vernünftigen und sehr seriösen Eindruck, unser e-Niro. Was mir gar nicht gefällt, ist dieses Blinkergeräusch im Kia. Das ist wieder so gewöhnungsbedürftig. Muss man irgendwie mögen, glaube ich. So, immer noch Kopfsteinpflaster. Immer noch sehr schön ruhig. Fahren weiter durch die Gassen in der Innenstadt. Wir kommen jetzt wieder an einen Punkt, den die regelmäßig zugucken, schon auswendig kennen. Das ist die sogenannte Freiung hier in Landshut. Hier zu meiner Linken findet immer der Weihnachtsmarkt statt. Ist noch ein bisschen hin, weiß ich, aber wenn es soweit ist, guckt euch den an, mit diesen bunten Häusern drumherum, diesen kleinen Platz in der großen Kirche, ist das zwar kein großer Weihnachtsmarkt, aber ein sehr schöner Weihnachtsmarkt. So, aktuell 16,4 Kilowattstunden. Das können wir hier auch auf dem Kopfsteinpflaster ablesen. Und wir schauen uns mal an, wie sich der Verbrauch noch während der weiteren Stadtfahrt so entwickelt. So, wir verlassen jetzt gleich den Stadtbereich hier von Landshut. Und aktuell zeigt der Wagen an 16,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Also von 15,9 gar nicht mehr so weit weg. Dieses Thema Stadtfahren tut dem Auto offensichtlich gut. Jetzt fahren wir mal ein bisschen über Land wieder, um zu schauen, ob sich da dann der Verbrauch wieder in die andere Richtung bewegt. Ich bin mal sehr gespannt, wo wir am Ende unserer 100 Kilometer landen. Ein bisschen was haben wir noch, aber viel ist es nicht mehr. Wo wir hier gerade so gemütlich durchs Dorf rollen, kurz ein paar Worte zum Thema Platz. Ich als großer Mensch mit meinen 1,95 Meter sitze hier im Auto vorne wirklich sehr ordentlich. Ich habe genug Platz an den Knien, ich kann die Beine vernünftig ausstrecken. Ich habe eine vernünftige Position bezogen auf meinen Oberkörper. Ich stoße am Dach nicht an. Ich habe hier nur so mehr als eine Handbreit Luft.
kann den Wagen wirklich so auf mich einstellen, wie ich es gerne haben möchte und sitze auch wirklich bequem. Auch der Besitz, der ist wirklich angenehm. Seiten halt, naja, ist jetzt kein Sportsitz, könnte ein bisschen mehr sein, reicht aber völlig aus. Wie es hinter mir ausschaut, das schauen wir uns wie immer bei einem kurzen Zwischenstopp an. So, der versprochene Zwischenstopp. Mein Sitz vorne wie immer nicht verstellt. Ich schaue mal, ob ich hinter mir sitzen kann. Bin mal sehr gespannt. Tür geht schön weit auf. Einstieg ist okay. Also vom Kopf her, da stoße ich an. Das geht gerade eben noch so. Meine Füße haben unter dem Vordersitz eigentlich keinen Platz mehr. Und was auffällt, ist, dass meine Knie sehr weit oben sind. Also das ist eine für große Menschen nicht schöne Sitzposition. Liegt aber sicherlich an der Batterie, die einfach im Unterboden montiert ist und damit eben das Ganze ein bisschen anhebt. Für alle, die es wissen wollen, ich finde hier im Innenraum übrigens in der Mittelkonsole noch zwei Becherhalter und habe natürlich hier auch nochmal Flaschenhalter, allerdings auch nur Flaschenhalter in den hinteren Türen. Ich habe hier die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Fahrmodi zu wählen. Ich habe den normalen Fahrmodus, in dem wir auch den Test fahren. Dann habe ich hier einen Modus, der nennt sich Sport. Merkt man auch sofort, wenn man den aktiviert, weil der Wagen selbst bei gleicher Gasstellung sofort stärker losmarschiert. Da wird er einfach vom Ansprechverhalten, was den Motor angeht, auch die Lenkung angeht, nochmal ein bisschen sportlicher. Dann habe ich einen, der heißt Eco. Logischerweise, da wird der Wagen wieder langsamer. Da spart er einfach mal ein bisschen. Und da habe ich zum Beispiel auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung dann aktiv von 130 km pro Stunde. Und dann gibt es noch einen Punkt in der Reich, wenn ich etwas länger auf die Taste drücke. Na komm, angeben und länger drücken. Eco Plus. Und das ist logischerweise noch mal sparsamer. Und so kann ich dann wahrscheinlich auch die maximal angegebene Reichweite des Fahrzeugs etwas leichter realisieren. Für den e-Niro gibt es zwei unterschiedliche Antriebe. Zum einen die schwächere Variante, das ist ein 100 kW starker Motor, gekoppelt mit einem 39,2 Kilowattstunden großen Akku. Das Paket liefert eine maximale Reichweite, zumindest laut Angabe, von rund 290 Kilometern. Dann gibt es die größere Variante, das ist die, die wir hier fahren. Das ist eine 150 kW starke E-Maschine, gekoppelt mit einem 64 Kilowattstunden Akku. Und das Paket soll dann liefern maximal 455 Kilometer Reichweite. Beide Antriebe liefern maximal 395 Newtonmeter Drehmoment. Der e-Niro soll in 7,8 Sekunden von 0 auf 100 sprinten mit seinen 204 PS. Und das probieren wir jetzt mal aus. Das ist jetzt nicht mehr Teil der normalen Probefahrt, sondern separat aufgezeichnet und los geht's. Wir sind im Sportmodus. Da haben wir die 50 geknackt, 70 und 100. Ja, langsam ist anders. So, unsere 100 Kilometer sind fast geschafft. Es fehlen nur noch wenige 100 Meter, bis wir die Marke von 100 Kilometern voll haben. Und wie wir jetzt sehen können, Durchschnittsverbrauch jetzt laut Anzeige 16,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Damit dann doch 0,4 über dem angegebenen Wert des Herstellers. Aber ich denke, das ist für so ein Fahrzeug völlig in Ordnung. Und aktuell Restreichweite, die angezeigt wird, 261 Kilometer. Das heißt, wir hätten dann 361 in Summe, finde ich persönlich völlig okay. Wir sind die meiste Zeit im Normalmodus gefahren, aber eben auch im Sportmodus zum Teil, auch auf der Autobahn. Und ich denke, das ist ein Wert, da sind wir so wenig entfernt von dem, was Kia angibt, das scheint für mich mehr als in Ordnung. Das war meine Verbrauchsfahrt im Kia e-Niro Modelljahr 2019 und zwar in der Version mit dem großen Akku 64 Kilowattstunden und dem großen Motor mit 150 kW. Bevor ich aber jetzt über das Thema Verbrauch spreche, noch mal kurz ein bisschen was zum Auto im Allgemeinen. Was ich beim e-Niro richtig toll finde, ist das Exterieurdesign, denn man erkennt ihn zwar sofort als Stromer, aber der kommt so unaufgeregt daher. Das ist so auf den ersten Blick einfach ein Auto zum Anfassen, ein praktisches Auto. Und wenn ich reinschaue, finde ich das im Grunde genommen auch. Ich finde auch als großer Mensch vorne vernünftige Platzverhältnisse, die Sitze sind in Ordnung, ich habe es bequem. Ich habe eine gute Ausstattung bereits in der Basis und zum Beispiel jetzt ab dem Modelljahr 2020, bereits ab der zweitniedrigsten Ausstattung, ich glaube, das ist dann die mittlere, sogar ein 10,25 Zoll großes Touchscreen mit drin. Genug Assistenten, das ist alles da, was ich brauche. Und vor allem, wenn ich das Auto ausstatten will, dann muss ich nicht immer 1000 Kleinigkeiten kaufen, sondern ich kann das über Pakete machen oder eben über die Ausstattungslinien. Sehr entspannt. Was mir beim Auto ebenfalls ganz gut gefällt, ist das Thema Materialien und Verarbeitung. Das ist alles in Ordnung. Es könnte mehr Softtouch sein, ein bisschen hochwertiger. Stört aber nicht, weil alles sieht vernünftig aus und es macht alles vor allem auch keine Geräusche. Das Thema Fahrkomfort, da muss ich sagen, muss ich einen kleinen Abzug machen, denn der ist halt ein bisschen straff, der Wagen, und die Lenkung ist extrem direkt. Das hat auf kurvigen Strecken, wenn man flotter fahren will, den Vorteil, das macht Spaß, das vermittelt Sicherheit. Wenn man aber total relaxed einfach mal
ganz gemütlich über Land fahren will und hat ein paar Kurven, dann ist die Lenkung schon sehr direkt, fast schon ein bisschen nervös. Und der Wagen ist halt so straff, dass er sich in Kurven kaum neigt. Eigentlich noch komfortabel, aber wenn er auf schlechtem Untergrund unterwegs ist, dann merkt man diese Unebenheit schon deutlicher als in manch anderem Fahrzeug. Ansonsten aber, wie gesagt, wie ich finde, soweit ein gutes Paket. Kofferraumangebot reicht völlig aus, Bedienbarkeit ist gut, Gesamtanmutung und Gesamteindruck vom Auto finde ich persönlich völlig in Ordnung. Jetzt kommen wir zum Thema Preis. Den e-Niro, den gibt es im Grunde genommen für rund 35.000 Euro, dann aber mit der kleinen Maschine und der Basisausstattung. Wenn man den großen Motor und den großen Akku haben will, dann liegt man doch schon bei knapp unter 40.000 Euro, also schon eine ziemliche Hausnummer. Unser Fahrzeug, das wir gefahren haben, das kostet in der Basis dann schon eher 45.000 Euro. Aber das Schöne ist, da kommt kaum noch Ausstattung dazu, denn da hat er fast alles an Bord. Das Einzige, was wir noch dabei haben bei unserem Testwagen, das ist die Lederausstattung und das ist die Lackierung vom Auto. Das heißt, wir reden über rund 2.000 Euro. Wo wir über das Thema Preis reden, jetzt auch mal über das Thema Verbrauch. Angegeben ist unser e-Niro mit 15,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist, wie ich finde, ein völlig vernünftiger Wert und er soll damit 455 Kilometer maximal fahren. Als wir losgefahren sind mit voller Batterie, hat er uns gezeigt rund 330 Kilometer. Und der Verbrauch hat sich über Land relativ im Rahmen gehalten. Da waren wir echt gut dabei. Auf der Autobahn, vor allem wenn man schneller fährt, braucht er richtig Strom. Und dann sind wir wieder durch die Stadt gerollt, da hat er ein bisschen was gut gemacht und am Schluss wieder über Land gemütlich zurück. Am Ende unserer 100 Kilometer langen Strecke hatten wir einen Durchschnittsverbrauch angezeigt von 16,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und damit nur minimal höher als das, was Kia angibt. Ich denke, das ist ein wirklich vernünftiger Wert. Wichtig ist aber auch, wenn ihr das Auto ein bisschen sportlicher fahrt oder wenn ihr eben schnell auf der Autobahn fahrt, dann könnt ihr ruckzuck mal 2-3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer mehr dazu packen. Es werden aber auch gerne 5 oder 6 mehr, wenn ihr eben die ganze Zeit 180 fahrt. Das muss man sich einfach bei einem Elektroauto vergegenwärtigen und dann natürlich geht auch die Reichweite nach unten. Nichtsdestotrotz finde ich, dass der e-Niro tatsächlich das hält, was er von außen verspricht. Das ist einfach ein, wie ich finde, praktisches Auto als E-Mobil. Denn man kann mit diesen Reichweiten vernünftig unterwegs sein. Der hat die Möglichkeit, schnell zu laden. Ich kann zu Hause an der Haushaltssteckdose laden. Ich kann mit Wechselstrom aber auch an der Wallbox laden, sodass dieses Paket einfach sehr ordentlich ist. Und ja, wir reden über 45.000 Euro, aber es ist ein Elektromobil und er bietet halt auch ordentlich Platz.